Mein Name ist Andrea Feicht und ich wohne mit meinem Mann Markus in einem kleinen Dorf im Norden von München. Ulla Lohmann kennen wir seit 2017, als wir in München bei ihrer Buchvorstellung Ich mach das jetzt mit dabei waren. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal auf dem Fotogipfel zum Familientreffen der Ulfs dabei. Dieses Jahr freute ich mich besonders, auf der Bühne einen kleinen Vortrag zum Thema Leben halten zu dürfen. Schnell hatte ich eine Idee, was für Bilder ich zeigen würde. Aufnahmen von unseren fotografischen Spaziergängen an der Amper. Die Amper entspringt am nördlichen Ende des Ammersees bei Stegen. Bei uns in der Nähe gibt es ein Stauwehr, wo wir oft spazieren gehen. Der Fluss fließt durch vier Landkreise und mündet nach knapp 100 Kilometern etwas nördlich von Moosburg in die Isar. Für mich bedeutet Leben, die Natur und Umwelt in vollem Umfang mit allen Sinnen genießen zu können. Ich fotografiere gerne Insekten und Vögel, während ich auf den schmalen Wegen entlang der Amper spaziere. Dabei fühle ich mich lebendig. Es macht Spaß, die erwachende Natur zu sehen und den Wasseramseln beim Füttern der Kleinen zuzusehen. Wenn es die Zeit und das Wetter zulassen, sind wir oft an Seen, Flüssen und in den Bergen unterwegs, abseits der Menschenmengen und des großen Trubels. Wir genießen die Stille und versuchen ganz bewusst, die kleinen Schönheiten der Natur zu sehen und in Bildern festzuhalten. All dies sind unbezahlbare magische Momente, die uns die Natur schenkt, wenn wir nur genau hinsehen und uns Zeit dafür nehmen. In den letzten Monaten und Jahren konnte ich viele schöne Momente festhalten und bin immer wieder stolz auf mich, wenn ich gut getarnte Vögel in den Baumwipfeln entdecke. Leben ist für mich auch, die wunderbare Natur um uns herum zu achten und zu schützen und bewusster und verantwortungsvoller mit ihr umzugehen. Denn die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen eine intakte Natur. Mehr von uns findet ihr im Netz. Wir sind die Picture Hunters.